Nehmen, auch diejenigen, die noch stehen, auch unsere zahlreichen Helfer sollten sich bitte noch einen Platz suchen, damit wir gleich nicht allzu viel Getrubel haben. Also bitte sucht euch noch Plätze. Gut. Also, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Mitglieder und Freunde der Christdemokratie, es ist Frühlingsempfang. Dem Namen nach. Und tatsächlich ist heute kalendarisch gesehen der letzte Tag des Frühlings. Morgen ist Sommeranfang, es fühlt sich nur nicht so an. Das ist das Problem an der Geschichte. Ich gehe davon aus, dass die Lüftung vielleicht noch ein bisschen auffahren wird. Notfalls müssen wir eben die Türen aufmachen, um für Durchzug zu sorgen. Aber das wird sicherlich schon werden. Ich begrüße Sie also alle sehr herzlich zum diesjährigen Frühlingsempfang der CDU Frankenberg. Ich tue dies ausdrücklich im Namen all meiner Kolleginnen und Kollegen aus Stadtverbandsvorstand und Stadtverordnetenfraktion unserer Partei, sowie insbesondere auch im Namen unseres Fraktionsvorsitzenden Jannik Schwebel-Schmidt. Ich freue mich außerordentlich, in einen sehr gut gefüllten Saal zu blicken, noch dazu in der frisch sanierten, umgebauten Halle, die einst den Namen Eder-Bergland-Halle trug und seit der Neueröffnung vor wenigen Wochen Philipp-Soldan-Forum heißt. Ich gestehe, mir kommt der neue Name noch nicht ganz so locker von den Lippen, und ich muss auch gestehen, es gab so zwei, drei Anrufe von außerhalb Frankenbergs, die Frage gestellt haben, wo ist das denn, wo muss ich denn hin? Und da habe ich immer gesagt, an die gleiche Stelle wie 2020 mit Friedrich Merz, die Halle heißt jetzt nur anders und ist umgebaut. Es ist also so ein bisschen wie mit Fußballstadien. Und wir alle erleben hier sehr politische Zeiten, gerade mit Blick auf das Geschehen in Hessen. Aber eben auch in Frankenberg. Am 8. Oktober finden die Wahlen zum Hessischen Landtag statt. In Bayern wird übrigens auch gewählt. Und natürlich werfen auch in Frankenberg die für diesen Tag geplanten Ereignisse ihre Schatten voraus. Insofern freue ich mich sehr darüber, heute in unserer Mitte als Ehrengast und Festredner den Ministerpräsidenten des Landes Hessen, Herrn Boris Rhein, begrüßen zu dürfen. Herr Ministerpräsident, herzlich willkommen in Frankenberg in der Ehrung. Ihre Anwesenheit ist ohne Zweifel ein Zeichen der Wertschätzung für Frankenberg und das gesamte Frankenberger Land. Sie befinden sich, zumindest nach meiner bescheidenen Einschätzung, hier in einer der spannendsten, attraktivsten und zukunftsfähigsten Regionen Hessens. Insofern ist es gut, dass Sie hier sind und sich ja bereits auch am Nachmittag bei einem Unternehmensbesuch über die Lage vor Ort informieren konnten. Wir haben hier ja interessante Unternehmen, manche sorgten zuletzt auch für ein bisschen Schlagzeilen. Aber so ist das im globalen Wettbewerb und eben auch hier bei uns im Frankenberger Land. Und zugleich sind Sie hier bei einer Veranstaltung zu Gast, die allen Gästen ein Forum bietet, um zusammenzukommen, Kontakte zu pflegen oder zu finden, neue und sich auszutauschen. Unser Anspruch als Frankenberger CDU ist es auch heute wieder, Menschen zusammenzubringen und ihnen sowohl einen interessanten Gastredner, der im doppelten Sinne etwas zu sagen hat und hoffentlich auch weiterhin haben wird, als auch einen attraktiven Veranstaltungsort zu bieten. Beides scheint mir erneut gelungen zu sein. Und wie zu erkennen ist, befinden sich unter unseren Gästen nicht nur Christdemokraten. Wir legen immer wieder Wert darauf, die gesamte Bandbreite des gesellschaftlichen Lebens unserer Heimat in der Teilnehmerschaft abzubilden. Ich möchte daher dann auch mit der Riege der Begrüßungen fortfahren, bei denen ich unmöglich alle unserer 240, 250 Gäste begrüßen kann. Daher gehe ich wie immer stellvertretend vor und nenne an erster Stelle den Hausherrn dieser Halle,
Herrn Bürgermeister Rüdiger Hess. Lieber Rüdiger, herzlich willkommen. Ich bleibe in der kommunalen Familie und in der Verwaltung und habe erfreulicherweise eine ganze Reihe von Menschen aus diesem Bereich zu nennen. Regierungspräsident Marc Weinmeister, Landrat Jürgen van der Horst, die Herren Bürgermeister Christian Klein, Battenberg, Henning Scheele, Lichtenfels, Stefan Jakob, Rosenthal, Dirk Junker, Hatzfeld und Jürgen Vollbrach-Waldeck, alle hinter dem Ministerpräsidenten aufgereiht, sowie den Kreistagsvorsitzenden Rainer Hesse und Stadtverordnetenvorsteher Björn Jäger. Stellvertretend für alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union begrüße ich den CDU-Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Armin Schwarz, der heute nicht in Jagel bei der NATO-Übung Air Defender 2023 war. Er hat extra verzichtet, um hier sein zu können, reist heute Nacht noch nach Berlin. Insofern ist er da in guter Tradition des früheren langjährigen Abgeordneten Bernd Siebert, der das ähnlich gehandhabt hat. Weiterhin nenne ich unsere Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg, den waldeckischen Landtagsabgeordneten Jan-Wilhelm Kohlmann, die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Anna-Maria Bischoff, den Ehrenkreisvorsitzenden und früheren Regierungspräsidenten Lutz Klein sowie unseren langjährigen Bundestagsabgeordneten Bernd Siebert. Stellvertretend für die große und wichtige Gruppe der ehrenamtlich Engagierten begrüße ich Kreishandwerksmeister Ulrich Mütze und den Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Olaf Fakina. Und abschließend gilt mein Gruß sowie mein besonderer Dank allen Angehörigen der Polizei, die heute für diese Veranstaltung im Einsatz sind. Vielen Dank für euren Dienst. Für die Presse sind anwesend Gerhard Meiser von der HNA und Olaf Dudek vom Online-Nachrichtenportal ederdampfradio.de. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und herzlichen Dank für die anstehende Berichterstattung und die Bereitschaft zur Berichterstattung. Als ich am Wochenende diese Rede geschrieben habe, habe ich das Datum bemerkt, 20. Juni, und irgendwas ratterte im Hinterkopf. Und ich habe mich gefragt, wofür steht dieser Tag? Und irgendwann fiel es mir dann wie Schuppen vor den Augen, nämlich die Währungsreform. Der 20. Juni 1948, am 20. Juni 1948, also heute vor 75 Jahren, wurde die D-Mark eingeführt. Manch einer, es werden nicht allzu viele sein, aber manch einer hier im Saal erinnert sich vielleicht noch an den Tag und an seine ersten 40 D-Mark. Ein Triumph der Marktwirtschaft. Ein Meilenstein der Freiheit, der erste Schritt auf dem Weg zum Sieg des freien Westens über den Kommunismus sowjetischer Prägung und auf ewig verbunden mit dem Namen Ludwig Erhard, dem Vater der D-Mark, und damit auch verbunden mit der Erfolgsgeschichte der Christlich-Demokratischen Union. Der 20. Juni, ich halte das für erwähnenswert und will es auch gleich weiter ausführen, stellte ohne jeden Zweifel eine Art von konstituierendem Element der jungen Bundesrepublik dar, möglicherweise viel entscheidender und prägender als der eigentliche Gründungstag. Und wir alle wissen, die Tage im Juni vor 75 Jahren wurden zu gemeinstiftenden, verbindenden Ereignissen, wie wenige danach, vermutlich in einer Reihe, vielleicht mit dem Wunder von Bern und einigen anderen. Und nun mögen Sie einwenden, was sollen denn die ollen Kamellen? Nun, ich bin der festen Überzeugung, dass es notwendig ist, immer und immer wieder an die marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Ursprünge der Bundesrepublik und insbesondere der christdemokratischen Politik zu erinnern. Wir Deutsche, weite Teile von Politik, Medien, Wissenschaft und Gesellschaft pflegen mittlerweile eine nicht so schöne Kultur der Staatsgläubigkeit. Und daher möchte ich die Gelegenheit nutzen und in Erinnerung rufen, was die wichtigste Aufgabe des Staates ist, nämlich seine Bürger in Ruhe zu lassen. Und die zweitwichtigste Aufgabe ist es, ihr Eigentum zu schützen und nicht durch absurde Belastungen zu nehmen. Der Bürger kontrolliert nämlich die Politiker und nicht umgekehrt. Und um es deutlich zu sagen, auch wenn das vielleicht in der heutigen Zeit etwas hart klingt, aber so etwas wie öffentliches Geld gibt es nicht. Es gibt nur das Geld der Steuerzahler. Und leider Gottes sind solche Überzeugungen in Deutschland und weiten Teilen Europas kaum noch zu finden. Solche Sätze fallen dann noch im angelsächsischen Raum und vielleicht in Teilen der Schweiz, wobei die sich am Wochenende, glaube ich, auch in einem Volksentscheid für manche Dinge anders entschieden haben. In Deutschland jedenfalls scheint der Staat in die Hände derjenigen gefallen zu sein, die ihn gerne haben, die ihnen die Chance sehen, eigene Allmachtsfantasien auszuleben. Der Bundeswirtschaftsminister und die Heizungen lassen grüßen.
Und eine andere zunehmende schlechte Angewohnheit in unserem Land ist der Umgang mit etwas eigentlich Nützlichem, nämlich mit der Angst. Wir alle wissen, wer völlig angstfrei ist, der wird nicht alt. Aber es kommt bei allem auf die richtige Dosis an. Und es kommt darauf an, vor den richtigen Dingen Angst zu haben. Man sollte zum Beispiel Angst vor Krieg haben. Gar keine Frage. Aber wenn Politik mit Angst gemacht wird, dann ist das ein Problem. Und ich möchte daher für eine andere Herangehensweise werben, nämlich dafür, die Sichtweise zu verändern. Der frühere US-Präsident Franklin Roosevelt hat in seinem Wahlprogramm von 1941 versprochen, für vier Freiheiten zu kämpfen. Die Meinungsfreiheit, die freie Religionsausübung, die Freiheit von materieller Not und die Freiheit von Angst. Und das sind meines Erachtens elementare Ziele, mit denen man sich als mündiger Staatsbürger identifizieren kann. In Deutschland von heute dagegen wurde das schöne Wort Freiheit, etwas, wofür momentan Menschen in der Ukraine sterben, zur Floskel des Jahres ernannt. Das ist, wie ich finde, eine über alle Maßen besorgniserregende Entwicklung. Dabei gibt es so viele positive Beispiele in der Welt dafür, wie man den Herausforderungen unserer Zeit begegnen kann. Ich denke da nur, und das ist vielleicht ein ungewöhnliches Beispiel, an den kleinen Staat Israel. Vor einigen Wochen, und damit will ich erzählen, wieso ich auf dieses Beispiel komme, hatte ich am Rande seines Staatsbesuchs die Gelegenheit, an einem Gedankenaustausch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu teilzunehmen, der sicherlich auch kein vollends unumstrittener Politiker ist. Aber wenn man erlebt, wie klar, präzise und effektiv man in diesem Land den politischen Herausforderungen begegnet, dann kann man nur lernen, Deutschland kann einiges lernen. Wäre Deutschland nur annähernd so wehrhaft und gesellschaftlich resilient, zugleich aber so offen und innovativ wie das unter feindlichem Dauerdruck stehende Israel, dann wären wir sicherlich auf einem besseren Weg. Wir Deutschen, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, sind allerdings wie wir sind. Mit all unseren Marotten und Eigenheiten, aber auch mit allen Vorzügen. Man muss nicht jammern, aber man muss aufpassen, nicht in eine Abwärtsspirale zu geraten. Das war schon häufig so, und zwar zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Man kann dem auch satirisch begegnen, so wie es Heinrich Heine 1844 in seinem Stück Deutschland ein Wintermärchen getan hat. Er schrieb kritisch und satirisch zugleich, eingeordnet in der damaligen Zeit, Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir Deutsche aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Hier üben wir die Hegemonie, hier sind wir unzerstückelt. Die anderen Völker haben sich bloß auf platter Erde entwickelt. Mit diesem kleinen Ausflug in die deutsche Romantik oder Marx Spätromantik wohl eher, komme ich zum Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, möchte abschließend schon jetzt all jenen danken, die mit ihrem Engagement zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere unserer Jungen Union für die Unterstützung beim Catering-Service, beim Aufbau und beim Abbau. Wir können sehr froh darüber sein, so viele Helfer und Unterstützer zu haben. Vielen Dank dafür. Nun endgültig, ich bin auch nahezu durchgeschwitzt, weil hier oben ist es noch mal wärmer. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an unseren Ministerpräsidenten, dem ich dann auch gleich, glaube ich, für hier oben ein Glas Wasser besorgen werde. Vorsitzender, ich habe das schon gesehen. Also allererst mal ein sehr herzliches Dankeschön für dieses sehr freundliche Willkommen. Aber lieber Herr Vorsitzender, ich habe das schon gesehen, dass das offensichtlich hier eine schweißtreibende Veranstaltung zu werden scheint. Wir können dann ja bei bestem Wetter, wenn Sie sozusagen mich hinter sich haben. Und ich bin jetzt, ich glaube, Sie müssen den Fraktionsvorsitzenden noch, oder? Also wir hören noch den Fraktionsvorsitzenden, dann gibt es ungefähr, und dann können wir rausgehen, ein Gläschen trinken. Also jedenfalls, aber meinen Sie, das kann man nicht da reinstellen, jetzt fällt durch. Oh, das wäre schlecht. Kriege ich Ärger beim Bürgermeister. Da habe ich nämlich hier schon randaliert, bevor die Sache sozusagen in vollem Gebrauch ist. Nein, also wirklich, will mich sehr herzlich bedanken. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Und das sage ich nicht einfach aus Höflichkeit,
oder weil es sich so gehört, wenn man irgendwo eingeladen wird, sondern das sage ich, weil es gibt ja so das Vorurteil, der Rhein ist Frankfurter und Frankfurter interessieren sich nicht für Nordhessen und die kennen nur das Rhein-Main-Gebiet und die glauben, hinter Butzbach fängt irgendwie die Wüste an. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, ich war Wissenschaftsminister, ich war Innenminister, ich war Landtagspräsident und da kommt man schon durchs Land. Und ich habe diese Region, diese nordhessische Region, wirklich zu schätzen gelernt. Das ist eine unserer wichtigsten Regionen und das gilt in so viel Hinsicht. Das gilt natürlich in einer Hinsicht, das können Sie wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber es ist einfach eine wunderschöne Region. Man kommt hierher, man sieht, dass es eine wunderbare Region ist, landschaftlich eine wunderbare Region ist. Aber das gilt natürlich auch kulturell. Auch das muss man meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Frankfurt hin und wieder mal sagen, Freunde, geht mal nach Nordhessen, guckt euch mal an, was da kulturell los ist. Da kann man so das ein oder andere, die ein oder andere Institution im Rhein-Main-Gebiet sich eine dicke Scheibe von abschneiden, was hier kulturell geboten wird. Das ist die Museumslandschaft Hessen-Kassel, aber es sind so viele andere Einrichtungen dieses Landes. Ich habe das auch meinen Freunden in Frankfurt immer gesagt, wenn ihr wirklich mal alte Meister sehen wollt, dann müsst ihr nach Nordhessen gehen, dann müsst ihr nach Kassel gehen, dann müsst ihr euch in Wilhelmshöhe anschauen, was dort an Kunstwerken vorhanden ist. Das ist die größte Sammlung alter Meister neben den und nach den Niederlanden und das ist nicht im Frankfurter Städel, was auch ein tolles Museum ist, aber kulturell ist das ohne dies wirklich eine ganz starke Region. Kulinarisch sowieso, das werden wir uns gleich von überzeugen können. Bei all dem, was auf diesem leckeren Buffet steht. Ich hoffe, ich rede nicht so lange, dass die guten Dinge zerlaufen. Aber, und das will ich durchaus betonen, das geht natürlich auch in einer wirtschaftlichen Hinsicht. Das hier ist wirklich mittlerweile eine der Herzkammern unseres Bundeslandes, eine der wirtschaftlichen Herzkammern unseres Bundeslandes. Das ist eben schon angeklungen. Wer hierher kommt, der sieht, dass hier die Zukunftstechnologien gefertigt werden. Wir waren eben gerade bei Fingerhaus. Da muss ich sagen, Hut ab. Hut ab, was die dort leisten, Hut ab, was dort gemacht wird. Das ist nicht nur vorbildlich, das ist zukunftsträchtig und das ist wirklich, was das Bauen, was das moderne Bauen betrifft, etwas, was wirklich die Zukunft sein wird. Und insoweit bin ich deswegen gerne hier, aber auch, weil natürlich der Menschenschlag einfach ein wirklich außergewöhnlich sympathischer Menschenschlag ist. Und deswegen bin ich mittlerweile sogar öfter in der nordhessischen Region als in der Rhein-Main-Region. Und Sie sehen, irgendwie bekommt es einem ja auch ganz gut. Und das sieht man auch an den Amts- und Mandatsträgern, die heute hier sind. Denen bekommt das auch gut, aber die engagieren sich auf eine wirklich ganz großartige Art und Weise für diese Region. Und das muss man ja wirklich sagen, parteiübergreifend. Und wenn ich auf diese Liste schaue, der Regierungspräsident ist da, der Marc Weilmeister, der ehemalige Regierungspräsident, ist da. Es ist der Landrat da, Jürgen van der Horst, der Bürgermeister Hesse als Hausherr ist natürlich da, der Kreistagsvorsitzende, Stadtverordnetenvorsteher Björn Jäger. Es ist mein Freund Armin Schwarz, unser Bundestagsabgeordneter, mein ehemaliger Landtagskollege da. Es ist sein Vorgänger Bernd Siebert da, unser, ja, darf ich das mal so sagen, ist eigentlich der mächtigste Mann in der Hessischen Union, weil er ja, aus vielerlei Gründen, ja, aber insbesondere deswegen, weil der Mann entscheidet über Landeslisten. Das ist nämlich der Vorsitzende des Elbe-Ausschusses der Hessischen Union und deswegen hat er eine ganz wichtige Funktion. Es ist da meine Freundin und Kollegin Claudia Ravensburg, mit der ich toll zusammenarbeite im Hessischen Landtag. Ja. Jan-Wilhelm Kohlmann ist da der Nachfolger von Armin Schwarz. Ich sehe Anna-Maria Bischoff, eine der wichtigsten Frauen in der Hessischen Union, mit Friedrich. Also es gibt bei uns keine Tradition, dass Kinder nach Bundesvorsitzenden benannt werden. Aber der Friedrich hat, ich sag's mal so, nein, also ich sage ja, es gibt keine Tradition, das ist in ihrem Fall nicht so. Aber Anna-Maria Bischoff ist ja stellvertretende Landesvorsitzende der Hessischen Union. Das war uns ganz wichtig, als Nordhessin und als Kandidatin der Jungen Union, sie in die Führung der Hessischen Union aufzunehmen. Und Friedrich ist eben aufgeweckt worden, hat ein bisschen streng geguckt und hat gesagt, also den Blick des Bundesvorsitzenden, den strengen Blick des Bundesvorsitzenden, Bundestagsfraktionsvorsitzenden hat er schon drauf. Also wer weiß, was hier für eine politische Karriere noch entsteht. Ich habe den Vorsitz natürlich begrüßt. Der Fraktionsvorsitzende wird noch zu uns sprechen.
Janik Schwebel-Schmidt, ich sehe den Landtagskandidaten Dominik Ley und ich sehe, und das macht mir große Freude, die Bürgermeister. Die Bürgermeister, die eben genau dafür sorgen, für all das, was ich eben erwähnt habe, dass diese Region eine so starke Region ist, Bürgermeister der Nachbarstädte und natürlich Sie alle, die Sie natürlich mit Ihrem täglichen Werk dazu beitragen, dass das alles so gut funktioniert. Und jetzt erschauen Sie mir, dass ich sage, und dass es in Frankenberg so gut läuft, das hat natürlich mit einem sehr fähigen Bürgermeister, mit einem kompetenten und starken Bürgermeister zu tun. Aber jetzt werden Sie dem CDU-Landesvorsitzenden auch hoffentlich nachsehen. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die CDU seit Anfang der 80er Jahre die stärkste politische Kraft in Frankenberg ist. Ich glaube, das werden Sie mir verzeihen, wenn ich das sage. Zwischen Bürgermeister und der stärksten politischen Kraft hat natürlich auch Früchte getragen. Gucken Sie mal die Stadtentwicklung hier in Frankenberg an, muss ich wirklich sagen, aller Bürgermeister in den letzten 15 Jahren wirklich enorme und große Erfolge. Eine solche Halle ist wirklich, da kommt man rein, das ist einfach eine tolle Gestaltung, ein wichtiger Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger, hat, und das muss ich jetzt sagen, aber ich sage es auch aus Überzeugung, hat aber natürlich auch damit zu tun, weil eine Kollegin wie Claudia Ravensburg sich darum gekümmert hat, dass natürlich auch Geld in die Region kommt, dass Förderung in der Region geschieht. Das hat der Armin Schwarz ebenso getan in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter, tut er jetzt natürlich auch als Bundestagsabgeordneter und das tut der Kollege Pohlmann eben auch jetzt als Landtagsabgeordneter. Ach so, das ist natürlich auch vollkommen richtig. Wir haben natürlich einen grandiosen Regierungspräsidenten, der sich ebenfalls darum kümmert. Aber wie gesagt, das ist nicht einfach so dahergeredet. Wir haben eine enorme Investitionsfähigkeit in Frankenberg. Gucken Sie sich mal an, Umbau der Fußgängerzone, Umbau Bahnhofsgelände, Öffnung der Stadt zur Eder, Neubau Feuerwehrstützpunkt. Also das ist, Herr Bürgermeister, also das sind ja, das sagt sich so einfach, das sind ja Riesensachen, die man bewegen muss. Da muss man überzeugen, da muss man diskutieren. Die Bürgerinnen und Bürger wollen natürlich auch mitdiskutieren in solchen Fragen. Und die Kraft der Kommunalpolitik ist es, dass sie Prioritäten setzen müssen und damit auch immer Posterioritäten formulieren. Und wer das tut, der muss den Leuten sagen, warum investiere ich da und warum investiere ich nicht da. Und das muss man erstmal hinbekommen. Und wie gesagt, hier hat es wirklich ganz toll funktioniert. Und hier dieses Philipp Soldan Forum, auch da muss man sagen, ich glaube Investitionsvolumen von über 10 Millionen Euro, also alle Achtung, was hier entstanden ist, kernsaniert. Der einzige Unterschied, Herr Vorsitzender, ist natürlich, ich komme ja aus, wie gesagt, aus Frankfurt, da hieß das früher Waldstadion, dann hat man das umbenannt in Commerzbank Arena und ich glaube, heute heißt es Deutsche Bank Arena oder so. Der einzige Unterschied ist, bei der Umbenennung dieser Einrichtungen ist viel Geld geflossen. Hier hat Ihnen jetzt keiner, also jedenfalls auch, also natürlich hat Ihnen auch jemand Geld gegeben, aber also Philipp Soldan hat sich nicht mehr bereit gefunden, entsprechend Geld zu investieren. Und trotzdem finde ich, dass es ein sehr schöner Zug ist, dass Sie in dieser Stadt eben eine solche Benennung vorgenommen haben. Und ich glaube, dass das auch wirklich am Ende sehr lohnenswert ist, so etwas zu machen. Tja, und Sie werden sich nicht wundern, dass ich über den 8. Oktober spreche. Bin ja heute vor allem als Landesvorsitzender der CDU hier. Es ist ein Frühlingsempfang der CDU, bei dem wir sind. Und man muss sich das schon vorstellen, was da am 8. Oktober alles geschehen wird. Das ist ein Wahltag, an dem zwei große Bundesländer gemeinsam wählen, nämlich Bayern, unsere bayerischen Freunde, und wir hier in Hessen. Und das bedeutet, dass 14 Millionen Menschen zur Wahl gehen können. Und insoweit ist das wirklich auch die Dimension der Landtagswahl in Hessen. In Hessen, aber damit natürlich auch eine große Dimension für die Situation in Deutschland. Und das bedeutet auch, das sind Midterms auf Neudeutsch. Das bedeutet natürlich auch, dass Bürgerinnen und Bürger in einer solchen Situation auch einen Ausdruck geben. Entweder ihrer Zustimmung zu dem, was auf Bundesebene passiert, oder eben zu dem, was sie nicht zustimmen zur Kenntnis nehmen. Und das ist schon angekommen. Wir haben aus meiner Sicht ein großes Problem auf Bundesebene, weil in unsicheren Zeiten wie diesen brauchen die Menschen Sicherheit. In unsicheren Zeiten wie diesen brauchen die Menschen Vertrauen. Sie haben es angesprochen, Herr Vorsitzender. Und wir erleben, entschuldigen Sie, wenn ich das so flapsig sage, wir erleben seit eigentlich an Beginn dieser Koalition ein einziges Ampelgehampel.
Es ist ein Ampelgehampel, was wir erleben. Wir haben erlebt einen Heizungshammer, der sich fortsetzen wird. Da nutzt es überhaupt gar nichts, dass Sie jetzt die Gesetze synchronisieren. Einmal die Wärmegeschichte, jetzt synchronisieren mit dem GEG. Im Übrigen, das ist ja auch ein einzigartiger und bemerkenswerter Vorgang, lieber Armin Schwarz. Das, Bernd Siebert, das hast du in deiner Zeit im Bundestag nicht erlebt. Das muss man sich vorstellen. Also da wird ein riesiges Gesetz gemacht, ein riesiges Gesetz. So, und dann gibt es ein Riesentheater. Alle in Deutschland sind ja wirklich außer sich. Es gibt gar niemanden, der sagt, das ist richtig, was da passiert. Mittlerweile sagt ja sogar Herr Habeck, das ist ein Fehler gewesen, das ist ein Gewesen. Und dann verschwindet dieses Gesetz mir nichts, dir nichts vom Tisch. Es verschwindet mir nichts, dir nichts vom Tisch, muss man sich vorstellen. So, und dann kommt plötzlich die Ansage, wir synchronisieren die beiden Gesetze. Also Frau Geiwitz und Herr Habeck synchronisieren jetzt irgendwas, aber es liegt nichts auf dem Tisch. Es liegt nichts auf dem Tisch. Es gab mal einen Fraktionsvorsitzenden im Hessischen Landtag, das war Armin Klaus von der SPD. Und wenn der nicht wollte, also der hat dann immer gesagt, mir liegt nichts vor. Ich muss Ihnen sagen, uns liegt nichts vor, über was wir befinden können. Ein einzigartiger Vorgang, auch im Umgang mit dem Parlament. Aber es ist eine Frage des Respektes, wie man mit dem Parlament umgeht. Es liegt uns ein Eckpunktepapier vor. Aber wie soll denn ein Bundestagsabgeordneter, wie sollen denn Bundestagsfraktionen sich an Eckpunkten abarbeiten, in die Eckpunkte reinschauen, ob sie dem zustimmen können, ob sie dem nicht zustimmen können? Wie sollen Bürgerinnen und Bürger überhaupt verstehen, was passiert denn da jetzt? Was machen wir denn jetzt überhaupt? Und was kommt denn da auf uns zu? Kommen möglicherweise ganz neue Probleme auf uns zu. So, und auch wir als Bundesrat werden uns mit diesem Gesetz so nicht befassen können, weil bis zum heutigen Tag Eckpunkte vorliegen. Also erst verschwindet etwas, dann kommen zweiseitige Eckpunkte auf den Tisch. So geht man doch nicht in der Demokratie mit den Institutionen um. Es ist doch kein Umgang miteinander. Deswegen sage ich das in aller Deutlichkeit. Wir werden uns das jetzt genau anschauen, wenn dann mal irgendetwas vorliegt. Und ich muss Ihnen sagen, am Ende ist die Frage, ist das über den Deutschen Bundesrat zustimmungspflichtig oder ist es nicht zustimmungspflichtig? Heißt das also, die Länder können das aufhalten oder sie können das nicht aufhalten? Und wenn das, was ich heute weiß, und wir werden es genau überprüfen, wenn das, was ich heute weiß und es zustimmungspflichtig ist, dann wird das so sein, dass das wahrscheinlich vor der Sommerpause nicht beraten werden kann durch den Deutschen Bundesrat. Wir werden vor der Sommerpause uns nicht mit diesem Gesetz befassen. Insbesondere dann nicht, wenn wir wieder unter diesen Zeitdruck gesetzt werden. Unter diesem Zeitdruck, bei dem Fehler geschehen, bei dem Leute auch verzweifeln, was dort passiert. Und ich sage Ihnen noch etwas, was ein ganz großes Problem in diesem Zusammenhang ist. Es gibt Länder, die haben eine entsprechende Wärmeplanung qua Gesetz, beispielsweise Baden-Württemberg, beispielsweise Hessen. Und es gibt Länder, die haben das nicht. Und das heißt, diejenigen, die ordentlich gearbeitet haben, wie Baden-Württemberg oder wie Hessen, die werden jetzt in Probleme geraten, weil die Bürger nämlich in einem solchen Bundesland, wo es die Wärmeplanung gibt, also der frühe Vogel fängt den Wurm, hätte man früher gesagt, wo es die Wärmeplanung gibt, die werden dann nach den strengen Regeln behandelt werden. Und die Bundesländer, die das eben nicht haben, weil sie sich eben nicht bemüht haben, eine natürlich müssen wir die Klimawende bewältigen, aber sie haben sich eben nicht bemüht hinzubekommen, die haben eine Zeitfrist bis 2028. Das ist eine Ungleichbehandlung. Und deswegen muss man sagen, der frühe Vogel fängt zwar den Wurm, aber in diesem Fall ist der frühe Vogel gekniffen. Und das ist ungerecht gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die in einem Land leben, das seine Hausaufgaben gemacht hat. Und das Problem ist, sie haben sich erst gestritten wie die Kesselflicker und jetzt haben wir plötzlich einen Flickenteppich vorliegen. Und insoweit werden wir da sehr genau hinschauen müssen, aber die Bürgerinnen und Bürger werden sich natürlich auch oder werden auch abstimmen können über das Thema Verbrenner aus. Sie werden über das Thema voraussetzungslose Staatsangehörigkeit, Stichwort Veränderung des Staatsangehörigkeitenrechts, sprechen können und wählen können. Sie werden darüber abstimmen können, ob Sie das richtig finden, was bei der Cannabisfreigabe derzeit auf dem Tisch liegt. Sie werden darüber abstimmen können, ob Sie den voll im Gange seienden gesellschaftlichen Umbau, den diese Koalition mittlerweile eingeschlagen hat, haben wollen. Und insoweit geht es am Ende natürlich auch darum, erstmal klarer Kurs hier in Hessen oder eben Chaos in Berlin, so wie wir es erleben. Und deswegen ist die Landtagswahl natürlich auch eine Abstimmung darüber, wie es im Bund weitergehen soll. Und deswegen kann jede Stimme eine Stimme in Hessen sein, die auch ein Urteil darüber spricht, wie das in Berlin weitergehen soll, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen ist das natürlich eine echte Richtungswahl.
die wir dort vor uns haben. Natürlich geht es um die Zukunft, freue mich, dass Friedrich mir zustimmt. Natürlich geht es um die Zukunft unseres Bundeslandes, darum geht es zuallererst. Aber es geht auch um die Machtverhältnisse im Bundesrat. Und wie wichtig die Machtverhältnisse im Bundesrat sind, das will ich Ihnen an einem Beispiel sagen. Stellen Sie sich vor, das Land Hessen hätte im Bundesrat anders gestimmt beim Bürgergeld, als das Land Hessen gestimmt hat. Dann wäre das Bürgergeld als bedingungsloses Grundeinkommen, und zwar bei der Auf-den-Kopf-Stellung von Leistung muss sich lohnen, gekommen am 1. Januar dieses Jahres. Seit wenigen Monaten wäre dieses bedingungslose Grundeinkommen gekommen und das hat deswegen nicht funktioniert, was die Ampel sich da vorgenommen hat, weil ein Bundesland wie Hessen sich im Bundesrat so positioniert hat, wie wir uns positioniert haben. Daran kann man sehen, wie wichtig das ist, dass Bundesländer ein Korrektiv bilden zur Bundesregierung, zur Bundespolitik. Und insoweit geht es natürlich um weitaus mehr als um Stimmen am 8.10. Es geht auch um die Frage eines neuen Stils. Es geht auch um die Frage einer neuen Sicherheit für das Land und für die Bürgerinnen und Bürger. Und es geht insbesondere auch um Vertrauen. Wenn ich das sage, ist das all das, was jedenfalls aus meiner Sicht Bürgerinnen und Bürgern derzeit fehlt. Ist exakt das, das, was derzeit dazu führt, dass wir eine sehr schwierige Stimmungslage derzeit in der Bundesrepublik haben und wir ein Erstarken der Ränder, im Augenblick insbesondere des rechten Randes erleben, weil die Bundesregierung den Bürgerinnen genau das nicht bietet. Stil, ich sprach über Respekt gegenüber den Bürgerinnen und dem Parlament in der Frage, auf was kann ich mich eigentlich noch verlassen in diesem Land? Ich sprach über das Thema Sicherheit in einer sehr schwierigen Situation und ich sprach über das Thema Vertrauen. All das bietet diese Bundesregierung aus meiner Sicht derzeit nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen anderen Weg hier in Hessen einzuschlagen. Und wenn ich mir anschaue, was wir in den zurückliegenden Jahren auf die Beine gestellt haben, muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr ordentliche Landespolitik gewesen. Dieses Land, dieses Bundesland ist mittlerweile eines der drei Top-Länder in Deutschland. Wenn Sie sich die Kennziffern anschauen, haben wir seit 1999 wirklich alles getan, dass die Kennziffern sich verändert haben. Wir waren früher ein Bundesland, was vollständig unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Wir sind immer schon ein starkes, auch wirtschaftlich starkes Bundesland. Mittlerweile sind wir ein Bundesland, was immer unter den ersten dreien ist. Wir haben die Corona-Krise bewältigt. Wir haben die Energiekrise bewältigt, auch das muss man sich vorstellen. Alles in den letzten 12 Monaten riesige Themen gewesen. Da ging es um die Frage, wie ist die Industrie versorgt mit Strom? Wie ist die Gasversorgung? Es ging um die Frage, gibt es kalte Wohnzimmer im Winter? Es ging um die Frage, erinnern Sie sich, ausgerufen worden der Wutwinter. Es ist ausgerufen worden, und zwar von einer Bundesministerin, die Aufstände auf den Marktplätzen. Es ist alles ausgeblieben. Das hat natürlich damit zu tun, wie wir dieses Land durch die Energiekrise geführt haben, beispielsweise auch im Hessischen Landtag entschieden haben, dass wir ein eigenes milliardenschweres Hilfsprogramm auflegen. Wir haben in den letzten Monaten die Justiz massiv gestärkt, beispielsweise eben um schnellere Verfahren zu ermöglichen, beispielsweise um Planungsbeschleunigung zu betreiben. Wenn Sie blicken an den VGH in Kassel, ist dort immer eine Schwachstelle gewesen, gerade bei den Planungsvorhaben durch Personalmangel, dass viele Verfahren sich in die Länge gezogen haben. Auch das darf eigentlich nicht sein. Deswegen haben wir gesagt, wir legen ein enormes Stellenprogramm auf, fast 500 Stellen stark. Das stärkste Stellenprogramm, das es jemals in Hessen bei der hessischen Justiz gegeben hat. Und deswegen richten wir beispielsweise mit diesem Stellenprogramm am VGH in Kassel einen eigenen Senat zur Planungsbeschleunigung ein. Wir haben die Polizei enorm gestärkt in den vergangenen Jahren. Als wir begonnen haben, dieses Land zu regieren, 1999 gewesen, gucken Sie mal auf die Kennziffern. 1997 hatten wir eine Aufklärungsquote von 44%. Heute haben wir eine Aufklärungsquote, die weit über 60% liegt. Wir haben die Ausstattung gestärkt. Bundesweit haben wir eine der besten Ausstattungen der Polizei. Wir waren die ersten mit Bodycams beispielsweise. Und im nächsten Jahr werden 16.000 Polizistinnen und Polizisten auf hessischen Straßen ihren Dienst versehen. Das ist die größte Anzahl von Polizistinnen und Polizisten, die es in Hessen jemals gegeben hat. Gucken Sie zum Katastrophenschutz. Der eine oder andere von Ihnen ist ehrenamtlich engagiert bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Katastrophenschutz.
Wir sind die am besten auch, oder wir sind das am besten ausgestattete Bundesland in dieser Frage. Wir haben die Beamtenbesoldung angepackt. Wir sind den Weg gegangen, die Beamtenbesoldung zu reparieren. Eine Entscheidung in den letzten 12 Monaten. Mittlerweile sind wir bei der Krankenhausfinanzierung bei einem Allzeithoch. Wir haben im Bereich der Schule eine Situation, dass der Etat, der hessische Kultusetat, erstmals über 5 Milliarden Euro liegt. Wir haben 64.000 Lehrkräfte mittlerweile an hessischen Schulen, so viel wie nie noch nie zuvor. Wir gehen den Ganztagsausbau mit großen Schritten an. Wir haben alleine in diesem Doppelhaushalt 2023, 2024 4.000 neue Stellen geschaffen. Und wenn Sie sich das Thema Digitalisierung anschauen, kann ich nicht mehr hören, dass Deutschland schlecht geredet wird. Ist doch alles großer Quatsch, dass nichts funktioniert und dass alles desaströs ist. Natürlich gibt es immer noch Bereiche, die verbessert werden können. Aber gucken Sie mal an, was wir in den letzten 12 oder auch 24 Monaten hinbekommen haben beim Thema Glasfaser, beim Thema Mobilfunk, beim Thema Breitbandversorgung. Wir sind in Deutschland eines der Zentren für künstliche Intelligenz. Auch das finde ich, muss man hin und wieder mal zur Kenntnis nehmen. Und trotzdem, und das ist aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste Tatbestand, haben wir von Anfang an gesagt, bei all dem, was wir machen, ist für uns die Schuldenbremse nicht irgendeine Folklore, sondern es ist für uns eine Frage der Generationengerechtigkeit. Bei all dem, was wir investieren, halten wir die Schuldenbremse. Und deswegen sage ich sehr deutlich, das, was wir in den vergangenen Jahren seit 1999 geleistet haben, ist ein klares Angebot für das ganze Land. Wir haben den Leuten, wir haben die Leute nicht belästigt mit Gendern, mit Wokeness, mit irgendwelchen Verbotsorgien, die wir über die Leute gebracht haben, sondern wir haben die Hand ausgestreckt, wir haben nicht die Faust gezeigt, wir haben nie den belehrenden Zeigefinger gehoben, sondern wir haben sehr klar gesagt, was wir wollen, wohin wir wollen, und ich glaube, dass das ein sehr gutes und wohltuendes Korrektiv und ein sehr guter und wohltuender Unterschied ist zu dem, was wir derzeit in Berlin erleben. Aber wir haben natürlich auch sehr konkrete Ideen für unser Land, einen sehr klaren Kompass, auch für die nächsten Monate. Und das kann ich eigentlich in einer wunderbaren Alliteration sagen. Wir zeigen Herz für ganz normale Menschen, wir wollen Härte gegen Gewalt und Kriminalität und wir stehen für Hightech bei Wirtschaft und Innovation. Dabei gibt es einen Grundgedanken. Und dieser Grundgedanke ist aus meiner Sicht, ich habe eben über den Haushalt gesprochen und über die Schuldenbremse, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger, im Übrigen auch ein bürgerlicher, konservativer und christdemokratischer Grundgedanke. Nicht zu viel versprechen, aber alles halten. Das ist der Grundgedanke bei dem, was wir machen. Sehr geehrten Damen und Herren, sind wir natürlich ein wirklich absolutes Gegenmodell zu dieser Streikampel in Berlin, die allen alles verspricht, die aber nichts davon hält. Gucken Sie sich die Dinge mal an. Immer mehr Schulden, alles auf Pump und insbesondere alles auf Kosten der jungen Generation. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gucken Sie sich mal die Zahlen an. Innerhalb nur eines Jahres hat diese Ampel den gesamten Haushalt restlos ruiniert. Das Ergebnis von einem Jahr Ampel, das muss man sich wirklich genau anschauen an den Zahlen, ist ein Rekordschuldenberg, Armin Schwarz ist mein Zeuge, von 550 Milliarden Euro. Innerhalb eines Jahres aufgebaut. Ein Rekordschuldenberg. So viele Schulden haben 6 Kanzler von Adenauer bis Kohl in 40 Jahren zusammen nicht gemacht. 550 Milliarden Euro. Deswegen sage ich, meine Damen und Herren, das Schlimme daran, das ist der größte Angriff auf die junge Generation, den es in unserem Land jemals gegeben hat. 550 Milliarden Euro. Da hinten stehen die jungen Frauen und Männer der Jungen Union. Das werden Sie alles zurückzahlen müssen. 550 Milliarden Euro innerhalb nur eines Jahres. Das muss man sich wirklich vorstellen. Und auch da sind wir wirklich das absolute Kontrastprogramm, weil wir gesagt haben, wir setzen auf Chancen statt auf Schulden. Und das beginnt bei uns natürlich bei den Schulen. Ich finde, dass jedes Kind, dass jeder junge Mensch anders ist, dass deswegen auch jeder junge Mensch anders und individuell gefördert werden muss. Und deswegen sagt die Union in Hessen ein sehr klares Nein. Ein sehr klares Nein zu jetzt wieder aufflammenden Ideen bei unseren Mitbewerbern über die flächendeckende Einheitsschule. Ein absolut klares Nein. Mit uns wird es das nicht geben. Und ich habe gehört, finde ich ganz amüsant, am letzten Samstag waren ja verschiedene Parteitage zu beobachten in unserem Bundesland, in Hanau und in Bad Vilbel. Und da habe ich doch gehört, dass einer unserer Mitbewerber
das Thema Schule zum Wahlkampfthema machen will. Also da muss ich sagen, großer Glückwunsch, große Gratulation, das ist eine sehr gute Idee, das Thema zum Wahlkampfthema zu machen, weil das setzt natürlich auf die Vergesslichkeit von Bürgerinnen und Bürgern in diesem Bundesland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dafür werden wir schon sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht vergessen und nicht vergessen haben, wie das ist, als wir 1999 in diesem Bundesland angetreten sind, wie das gewesen ist, als wir 1999 in diesem Bundesland auch angetreten sind. Als wir 1999 die Regierung übernahmen, hatten wir 100.000 Stunden Unterricht, die ausgefallen sind. 100.000 Stunden, nicht im Jahr, nicht im Monat, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Woche, wöchentlicher Unterrichtsausfall, 100.000. Die Schulen waren marode und auch daran erinnert der ein oder andere sich nicht mehr. Ein hessischer Abiturient konnte mit seinem Abitur nicht in jedem Bundesland an die Hochschule gehen. Das ist die Realität gewesen, die wir damals vorgefunden haben. Und deswegen will ich sehr deutlich sagen, die Leute werden sich daran zurückerinnern. Die Leute werden sich erinnern, was in diesen 25 Jahren eben alles geschehen ist, geschultert worden ist durch unsere Regierung. Und deswegen sage ich in aller Deutlichkeit, wer alle Schüler über einen Kamm schert, der erreicht keine Gerechtigkeit für jeden, sondern der wird am Ende Mittelmaß für alle erreichen. Und insoweit sage ich in aller Deutlichkeit zu, dass unter meiner Führung, unter meiner Führung, wir die Vielfalt unseres Chancenschulsystems erhalten werden. Deswegen gilt gleiche Chancen für alle statt gleiche Schule für alle. So, meine Damen und Herren, das Gleiche gilt natürlich für diesen unglaublich wichtigen Bereich der beruflichen Bildung. Ich will das in aller Deutlichkeit sagen, wer nur die akademische Bildung und Ausbildung fördert, der schadet dem Standort Deutschland. Die duale Ausbildung, die berufliche Bildung, das ist im Grunde genommen das Erfolgsmodell Deutschland. Das ist das, um was uns andere in der Welt beneiden. Die fragen, wie macht ihr das? Und deswegen sage ich sehr deutlich, wir müssen die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung erreichen. Und deswegen sage ich Ihnen so, wenn der Master an der Universität kostenfrei ist, muss das auch für den Meister gelten. Das Handwerk ist die Wirtschaftsmacht von jedem anderen. Eine gute Ausbildung darf nicht am Geldbeutel scheitern und deswegen ist unser Plan, den Meister so kostenfrei zu machen wie den Master, weil wie soll ich denn einem jungen Menschen erklären, wenn er an die Hochschule geht, kann er einen Master machen. Klar, er zahlt irgendwelche Studienbeiträge, aber das ist natürlich, ich sag mal, wenn man das mal gegenrechnet gegen denjenigen, der dann einen Meister, der eine Ausbildung macht, ist natürlich überhaupt gar nicht vergleichbar und soweit müssen wir, wenn wir über die Gleichwertigkeit von akademischer Bildung und beruflicher Bildung sprechen, genau hier ansetzen. Es ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern es ist ernst gemeinte Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung. Tja, und ich habe Ihnen erzählt, dass ich eben mit Armin Lutz Klein und Claudia Ravensburg und Herrn Pohlmann und einigen anderen bei Finger gewesen bin, bei Fingerhaus gewesen bin. Und das passt deswegen sehr gut, weil wir auch da darüber gesprochen haben, dass Millionen von Menschen ein Thema auf den Nägeln brennt. Und das darf man sich überhaupt nichts vormachen. Es ist nach wie vor ein riesiges Thema und es ist der Traum von den eigenen vier Wänden. Und es ist ein Traum, der für viele mehr und mehr in ferne Weite rückt. Steigende Preise, mittlerweile steigende Zinsen und die Ampel setzt noch immer einen oben drauf. Immer neue Auflagen statt Anreize. Der Heizungshammer statt Hilfen. Und ich muss mich schon wundern, wenn eine für das Bauen und für die Wohnungen zuständige Bundesministerin mitteilt, dass der Bau von Einfamilienhäusern ökonomischer und ökologischer Unsinn sei. Da muss ich mir schon an den Kopf greifen, die für Wohnen und für Bauen zuständige Bundesministerin, die den Menschen sagt, wenn ihr ein Einfamilienhaus baut, dann ist das ökologischer und ökonomischer Unsinn. Man muss sich wirklich an den Kopf greifen. Es ist der Traum von vielen Millionen Menschen, genau das zu erreichen. Wir haben eine viel zu geringe Eigentumsquote in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Und deswegen sage ich, dass es eben möglich wird und dass es attraktiv wird, ein Eigenheim zu erwerben, ein Eigenheim zu bauen. Und deswegen wollen wir das anders machen hier in Hessen. Und insoweit fordern wir die Bundesregierung in aller Deutlichkeit auf,
macht den Ländern möglich, Freibeträge auf die Grunderwerbssteuer zu gewähren. Also wir stellen uns vor, ein Freibetrag, Grunderwerbssteuer ist Landessache in der Tat, aber den Rahmen schafft der Bund und die Freibeträge kann nur der Bund ermöglichen. Ihr diskutiert das diese Woche im Deutschen Bundestag im Übrigen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die einen oder anderen sich da zu dem Thema positionieren werden. Aber wenn wir hören, das sei ökologisch und ökonomisch unsinnig, können wir uns ungefähr vorstellen, wo die Reise hingeht. Wir sagen, stellt euch vor, es gibt einen Freibetrag von 250 bis 350.000 Euro, wenn ihr ein Haus erwerbt. Freigestellt von der Grunderwerbsteuer, geht aufs Haus, geht nicht in den Landeshaushalt, sondern geht auf das Haus. Das wäre eine Möglichkeit, Leute dazu zu bringen, Eigentum zu erwerben, es ihnen zu erleichtern, Eigentum zu erwerben und insbesondere die Bauindustrie, die in eine ganz schwierige Situation in den nächsten Monaten und Jahren kommen wird, auch dabei zu unterstützen. Ich ahne, dass nichts passieren wird. Ich ahne, wie die Antwort im Deutschen Bundestag sein wird. Und deswegen will ich das in aller Deutlichkeit hier bei Ihnen auch hinterlegen. Wir wollen deswegen für den Eigenheim-Ersterwerb ein Hessengeld einführen. Ich will Ihnen sagen, was das heißt. Das heißt, bis diese Reform der Grunderwerbsteuer kommt, zahlen wir allen ein Hessengeld für die ersten eigenen vier Wände. 10.000 Euro pro Erwerber und zusätzlich 5.000 Euro pro Kind. Das bedeutet bei einer vierköpfigen Familie, Ersterwerb, Eigenheim, Vater, Mutter, zwei Kinder, 30.000 Euro. Ich finde, das ist ein echter Anreiz, ein Eigenheim zu erwerben, seine echte Unterstützung, ein Eigenheim zu erwerben. Ein echter Beitrag, die Bauindustrie zu unterstützen. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch mit Blick auf die Uhr und auf die von uns sehnsüchtig erwartete Rede des Fraktionsvorsitzenden noch ein einziges und ein letztes Thema ansprechen. Weil es ist ein Thema, will ich Ihnen sagen, es ist ein Thema, es ist eines der vielen unerledigten Themen in Berlin. Aber, und ich will Sie auch nicht langweilen mit der Liste des Nichtstuns, des Ankündigens, des Aussitzens, alles viel zu lange. Würde uns jetzt auch wirklich wahrscheinlich an einem so schönen Abend langweilen. Aber ich will dieses Thema trotzdem aufrufen, weil es ein Thema ist, was mich unfassbar umtreibt. Weil mit jedem Tag des Nichtstuns die Anzahl der Opfer steigt. Mit jedem Tag des Nichtstuns steigt die Anzahl der Opfer. Es ist unerträglich. Es ist unerträglich. Wenn Ermittlungen gegen Kinderpornografie, eines der ekelerregendsten und gefährlichsten und schlimmsten Delikte, weil verletzte und getötete Seelen hinterbleiben, es ist unerträglich, wenn Ermittlungen gegen Kinderpornografie daran scheitern, weil IP-Adressen zur Identifizierung der Täter nicht mehr verfügbar sind. Unerträglich aus meiner Sicht. Ohne IP-Adresse keine Identifizierung. Ohne Identifizierung keine Verfolgung und ohne Identifizierung keine Strafe. Meine Damen und Herren, es ist eine Maßnahme, die im Übrigen ja eine zentrale Maßnahme seit Jahren verhetzt wird. Es ist eine Maßnahme, die seit Jahren verhindert wird. Und jetzt ahne ich schon, was mir entgegengerufen würde. Ja, aber ihr habt doch 16 Jahre regiert. Soll ich Ihnen sagen, was der Unterschied ist? Ja, klar haben wir 16 Jahre regiert, sogar ziemlich gut regiert. Aber der Unterschied ist, seit dem 22. September 2022 besteht höchstrichterliche Klarheit über die Anwendbarkeit der Speicherung von IP-Adressen. Das ist der Unterschied von damals und von heute. Damals bestand diese Klarheit nicht, als wir regiert haben. Und jetzt besteht diese Klarheit und nichts geschieht. Nichts geschieht. Und deswegen fordere ich die Bundesregierung auf, jetzt zu handeln. Was soll denn noch passieren? Und um es im Klartext zu sagen, Kinderschänder haben kein Recht auf Privatsphäre. Und deswegen ist die einzig richtige Antwort die volle Härte des Rechtsstaates. Meine Damen und Herren, wie gesagt, der 8.10. ist eine große Chance. Der 8.10. ist eine große Chance, dass 14 Millionen Menschen an die Wahlurnen gehen und ein klares Zeugnis über das ablegen, was sie in Berlin erleben, dass sie ein klares Zeugnis über das ablegen, was sie in Hessen in diesem Bundesland erlebt haben und wie dieses Bundesland sich gestaltet hat. Meine Damen und Herren, aber es ist insbesondere eine großartige Möglichkeit, eben auch zu zeigen, was richtig läuft und was falsch läuft. Meine sehr klare Überzeugung ist, je eher der Absturz der Ampelparteien und je steiler das Ergebnis der anderen Parteien am 8.10. sein wird, desto schneller kommen die in Berlin zur Vernunft. Desto schneller wird der Spuk in Berlin
vorbei sein. Und deswegen bitte ich wirklich um Ihre Unterstützung. Deswegen werbe ich um Ihre Unterstützung. Wir haben seit 1999 dieses Land wieder wirklich in die Liga zurückgeführt. Ein Land, was unter seiner Kraft, was unter seinen Möglichkeiten regiert worden ist. Wir stehen heute bei allen Fragen, bei allen Kennziffern auf dem Treppchen. Baden-Württemberg, Bayern und Hessen sind die Länder, die dieses Land, dieses Deutschland ziehen. Alleine ein Urteil darüber, ach, jetzt mache ich doch noch ein kleines Thema auf. Nein, vielleicht nicht. Also ganz kurz nur anreißen gewesen. Woran kann man es erkennen, wie stark ein Land ist und was ein Land ist? Am Länderfinanzausgleich. Sie können es am Länderfinanzausgleich erkennen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, 16 Bundesländer und 3 Zahlerländer. Die anderen sind Nehmerländer. Da stimmt doch irgendwas nicht in der Frage, was gerecht ist und was ungerecht ist. Stimmt doch nicht. Kann doch nicht sein, dass wir über jetzt mittlerweile 70 Jahre Milliarden Euro in diesen Länderfinanzausgleich eingezahlt haben. Kann nicht stimmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das sage ich auch zu meinem Freund Markus Söder. Der Markus Söder sagt zu mir, ihr zahlt 3 bis 4 Milliarden ein. Boris, guck mal, was wir einzahlen. 9 Milliarden Euro pro Jahr. Und da sage ich zu Markus Söder, ja Markus, weißt du, was der große Unterschied ist? Wir haben noch nie etwas aus dem Länderfinanzausgleich bekommen. Noch nie. Wir sind das einzige Land, was von Anbeginn in den Länderfinanzausgleich einzahlt. Übrigens, meine sehr geehrten Damen und Herren, jeder von Ihnen zahlt pro Jahr 500 Euro ein, dass man beispielsweise am Cottbusser Tor Gender-Toiletten einrichtet. Dass man beispielsweise Kino-Eintritte frei finanziert für alle. Man denkt sich, ist ein reiches Land, was sowas machen kann. Nein, es ist Berlin. Und zwar von unseren Geldern aus dem Länderfinanzausgleich. Und 500 Euro von Ihnen. Was auf den Prüfstand muss. Aber wissen Sie, wenn ich dem Markus Söder das sage und er mir das sagt, dann muss man ja eins sagen. Ich bin sehr wohl dafür, dass es Solidarität unter Bundesländern gibt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass unsere zentrale Lage natürlich auch unsere Wirtschaftskraft ausmacht. Und das ist nichts, was ausschließlich wir uns verdient haben. Das ist mir auch sehr wohl bewusst. Und dass es Länder gibt, die es verdammt viel schwerer haben als wir. Die wollen wir natürlich unterstützen. Aber gucken Sie sich doch mal an, wie das läuft. Wie die einen das Geld ausgeben und wie die anderen das Geld ausgeben. Und deswegen sage ich sehr klar, wenn wir Geld in den Länderfinanzausgleich geben, dann ist unsere Erwartung nicht, dass die, sagen wir mal, gucken Sie mal, wie lange haben wir uns schwer getan, bis wir gesagt haben, die Grundschullehrer werden von der A12 auf die A13 gehoben. Und zwar aus finanziellen Gründen, weil wir gesagt haben, wir müssen den Haushalt auch im Griff behalten. Wie lange haben wir uns schwer getan, bis wir die Kindergartenbeiträge finanziert haben? Weil es eine riesige Summe an Geld, um die es da geht. So haben wir auch gesagt, wir müssen die Schuldenbremse halten. Verschuldung ist das Schlimmste für die nächste Generation und so weiter und so fort. In dem Zusammenhang haben sie in Rheinland-Pfalz längst die Kindergartenfreibeträge gegeben, in Berlin sowieso, bei denen spielt Geld gar keine Rolle. Und andere Länder haben eben auch sind auch mit Geld umgegangen, als würde es auf den Bäumen in Hessen jedenfalls wachsen. Weil sie wussten, es kommt das Land aus Hessen. Das ist nicht gerecht. Deswegen sage ich sehr deutlich, wir wollen solidarisch sein. Aber wenn die Geld von uns bekommen, müssen sie das Geld dafür einsetzen, dass irgendwann der Zustand eintritt, dass sie das Geld nicht mehr brauchen. Und das ist genau der Unterschied zum Saarland oder zu Berlin und anderen Ländern, zu Bayern. Die Bayern haben Geld aus dem Länderfinanzausgleich bekommen und heute sind sie der größte Einzahler in den Länderfinanzausgleich. Das bedeutet, sie haben mit ihrem Geld etwas gemacht und genau so muss es laufen und genau so müssen die Dinge umgestaltet werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und insoweit, wie gesagt, versprochen, ich komme jetzt zum Ende. Deswegen ist unser Ziel, wir haben das draußen vielleicht gesehen, ich finde es ein sehr schöner Slogan. Wir wollen Hessen nicht einfach nur weiterführen, sondern wir wollen Hessen weiterführen. Das ist unser Ziel. Wir haben Ideen, wie wir dieses Land weiterbringen können. Wir sind nach wie vor wild entschlossen. Wir sind frisch, wir haben Dynamik, wir haben auch einen Plan für Hessen. Selbst nach 25 Jahren sind wir noch lange nicht am Ende. Der Weg ist klar, den habe ich meines Erachtens aufgezählt und aufgezeigt. Die Zahlen stimmen, wenn wir uns die Umfragen anschauen. Aber Umfragen sind noch lange keine Wahlergebnisse. Und meine Damen und Herren, wir in Hessen haben seit 1999 dieses Land eigentlich immer mit einer Stimme Vorsprung. Und das zeigt, Hessen ist ein knappes Land. Man kann sich jetzt aufgrund Wahlumfragen, wo wir seit, ich sag mal, Monaten beständig mit 10% vorne liegen, nicht zurücklehnen. Wir müssen und wir werden kämpfen. Ich sage, packen wir es an. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich freue mich, dass ich auch in den nächsten Wochen noch oft hier nach Nordhessen komme, wenn ich denn zu Ihnen kommen darf und Sie mich willkommen heißen.
Ich freue mich, dass wir uns bald wieder in Bad Arolsen sehen, wenn der Landrat mich noch einlädt und ich willkommen bin. Zähle da auch ein bisschen auf meine Freundin Bundestagsabgeordnete, aber ihr vertragt euch ja miteinander, werdet euch auch darüber einig werden. Und ihr habt ja auch eine starke Integrationskraft, sodass in Nordhessen auch in Frankfurt, wie ich, integriert werden kann. Insoweit freue ich mich, Sie in den nächsten Wochen und Monaten wieder häufig zu besuchen. Freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Wünsche Ihnen einen fröhlichen Abend, einen guten Appetit und hier ist eine fulminante Rede unseres Fraktionsvorsitzenden. Herzlichen Dank. Herr Ministerpräsident, liebe Freunde der CDU, liebe Frankenberger, liebe Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Herr Ministerpräsident, an erster Stelle darf ich Ihnen natürlich danken für Ihre Worte. Die Verantwortung für eine solide Politik in Hessen steht an erster Stelle und es gilt natürlich auch in Zukunft für Sicherheit, Ordnung und Fortschritt in diesem Bundesland zu sorgen. Gerade etwaige politische Verwerfungen in der Berliner Politik der Ampelregierung zeigen uns doch, Sie haben das eben beschrieben, wie wichtig Einigkeit, aber auf der anderen Seite auch ein klar umrissenes Ziel ist. Und na klar, Politik bedeutet die Suche nach einem Kompromiss und da gehört auch mal ein Streit dazu. Doch am Ende darf keiner beleidigt und persönlich pikiert im Abseits stehen, sondern man muss zu einer gemeinsamen Lösung finden. Gestatten Sie mir dies an einem Beispiel darzustellen, bevor ich dann natürlich auch noch mal konkreter zur Kommunalpolitik eingehe. Die Berliner Ministerin Faeser gibt im Rahmen der Flüchtlingspolitik kein souveränes Bild ab. Wir müssen bei diesem sehr schwierigen Thema natürlich schauen, unserer humanitären Verantwortung gerecht zu werden. Aber werden in diesem Zusammenhang überhaupt noch die politischen Entscheidungen im Sinne der Mehrheitsbevölkerung getroffen? Und dafür ist die Zeit natürlich an dieser Stelle zu knapp, um es in gebotener Breite auszuführen. Aber wie gehen wir mit dem Zuzug grundsätzlich um? Wie systematisieren und kategorisieren wir rechtlich, aber auch politisch sichere Herkunftsländer? Wie und in welcher Quantität bewältigen wir organisatorisch und gesellschaftlich kulturelle Diversität, die in Teilen der Bevölkerung aufgrund eines getrübten Sicherheitsempfindens für Verunsicherung sorgt? Und daher mutet uns Politik diesseits und jenseits der kommunalen Grenzen in diesen Zeiten einiges zu. Ich spreche mit vielen Menschen, die, ich formuliere es mal vorsichtig, Respekt vor Veränderungen haben. Wenn wir aktiv gestalten möchten, und da gehöre ich zu, so wie auch viele andere unserer CDU-Vertreter hier vor Ort, dann müssen wir die Dinge anpacken. Aber gleichermaßen dürfen wir nicht das ignorieren, was uns von der Parteibasis, von der Bevölkerung wiedergespiegelt wird. Ein Gestalten fernab der Wirklichkeit führt zu immer größeren gesellschaftlichen Spaltungen. Wie also das alles zusammenbringen? Bevor ich gleich abschließend einen Ausblick gebe, möchte ich aber an dieser Stelle auch deutlich machen, was wir in der Vergangenheit als CDU Frankenberg hier aktiv umsetzen durften. Wir sitzen heute in einer toll umgebauten Halle. Ja, über den Namen hat Thomas Müller eben schon gesprochen. Auch die Klimatisierung ist ein Thema gewesen. Aber natürlich haben wir uns für dessen Sanierung lange und breit eingesetzt. Beim damaligen Presseauftritt, dazu gemeinsam mit Bürgermeister Hess, hätten wir uns nicht erträumen können, welches Potenzial hier noch schlummert. Die Umsetzung ist wahrlich gelungen und das Niveau der Halle ist nun wieder dieses Veranstaltungs- und Begegnungsortes würdig. Und gleichermaßen wird die Umsetzung dieses Projektes von Teilen der Politik kritisiert und nun mit einem Akteneinsichtsausschuss versehen. Wir haben dabei eine recht klare Position. Kommunalpolitik darf keine Einbahnstraße sein. Wir dürfen nicht empört jedwede und teils auch berechtigte Kritik sofort unterbinden. Aufklärung und Transparenz sind einer wehrhaften Demokratie essentielle Grundpfeiler. Gäbe es Kritiklinien, so müssten diese besprochen und auch geklärt werden. Ganz grundsätzlich, meine Damen und Herren, hat die Frankenberger CDU gemeinsam mit Bürgermeister Hess städtebaulich vieles in den letzten Jahren für unsere Stadt erreicht. Zum Beispiel der Wasserpark, die Öffnung der Eder oder auch der Eder-Haue-Park auf der anderen Seite, der nun projektiert ist. Wir als CDU haben uns für die Stadtteile eingesetzt. Das aktuelle millionenschwere Dorfentwicklungsprogramm ist ein wirkliches Pfund für die Stadtteile und hier werden tolle Ideen aufgeworfen,
die es sodann gilt, auch konsequent umzusetzen. Sowohl in der Kernstadt, aber auch in den Ortsteilen gilt es, die Weiterentwicklungen zu implementieren. Auch für den Frankenberger Feuerwehrstützpunkt haben wir uns als Parlament eingesetzt und die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt. Die Unterstützung des Ehrenamtes und die Würdigung ist ein nicht zu verachtender und wichtiger Bestandteil kommunaler Arbeit. Wir können stolz sein, in Frankenberg so viele ehrenamtliche Aktive im Verein zu haben, wie beispielsweise bei der Feuerwehr. Und wir hoffen sehr, dass dieses Projekt des neuen Stützpunktes termingerecht und ohne größere Probleme baulich fertiggestellt werden kann. Als Stadtverordnetenversammlung haben wir, um ein weiteres Thema final anzusprechen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit sehr breiter Mehrheit seinerzeit auch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschlossen. Für die breite Mehrheit des Parlaments war diese Entscheidung damals eindeutig und klar. Aber eins ist dabei auch richtig: Ein Abschaffen der Beiträge darf keinen Stillstand in der Sanierung des Ausbaus verursachen. Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen müssen wir in Zukunft mehr Straßen angehen. Wir dürfen hier keinen Stillstand dulden und entsprechend objektiver Kriterien und eines bestehenden und vorzuschreibenden Katasters müssen wir in Zukunft weitere Straßen sanieren. Aber, liebe Freunde, städtebauliche Entwicklung, und das sage ich ganz bewusst, das ist nicht alles. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten, wie auch anfangs dargestellt, müssen wir multiperspektivisch, dialogisch, konsensual und vor allem mit Respekt gegenüber jedem und jedweden Ideen gemeinsam voranschreiten. So wie in der Vergangenheit gemeinsam mit dem Bürgermeister solide Politik wir für diese Stadt gestalten konnten, so haben wir als CDU auch den Anspruch für die Zukunft. Momentan werfen einige Bewerber ihren Hut in den Ring, nachdem Rüdiger Hess seine Entscheidung verkündet hat. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ausdrücklich und ganz explizit dir danken, Rüdiger, für dein Engagement und deine Leidenschaft für die Entwicklung für diese Stadt. Herzlichen Dank. Wir als CDU Frankenberg sind gerade in konkreten Vorbereitungen dazu und werden uns zeitnah und auch klar positionieren. Bei uns haben sich einige Gesichter vorgestellt, andere wiederum nicht. Und wir sind auf einem so guten Weg, einen geeigneten Kandidaten zu präsentieren, der nicht nur Experte in einem Sachgebiet ist, sondern der Ideen mitbringt, die wirtschaftliche Entwicklung im Blick behält und der aber auch in authentischer Weise ehrenamtliche und gesellschaftliche Verantwortung hier vor Ort übernimmt und diese auch fördert. Ich freue mich sehr auf spannende Zeiten für Frankenberg, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch darüber hinaus. Und abschließend darf ich ebenso wie Thomas Müller zunächst der Jungen Union danken, die heute für den Getränkeservice zuständig war bzw. ist und uns in diesen heißen Tagen nicht im Trockenen stehen lässt. Vielen Dank an euch. Ich gehöre ja selbst noch ein paar Jahre dazu. Und danken möchte ich natürlich darüber hinaus auch den weiteren zahlreichen Helfern aus Fraktion und Vorstand, die zum Gelingen des heutigen Tages beigetragen haben. Im Anschluss an das kurze Grußwort von Armin Schwarz darf ich Sie noch zu einem Zusammenkommen bei Canapés und Getränken einladen. Lassen Sie uns gerne ins Gespräch kommen, ich würde mich sehr freuen. Und bevor ich dann abschließend dem Bundestagsvorsitzenden und Bezirksvorsitzenden der CDU Nordhessen Armin Schwarz zu einem Schlusswort übergeben darf ich den Parteivorsitzenden und Sie, Herr Ministerpräsident, nochmals ganz kurz auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Thank you.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Boris Rhein, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren und Freunde, ich bin derjenige, der jetzt zwischen Ihnen und dem Buffet steht und ich habe den Arbeitsauftrag von dem Herrn Vorsitzenden Thomas Müller. Es muss aufgegessen werden. Bevor nicht aufgegessen worden ist, kommt keine heraus. Ich möchte mich bedanken als Kreisvorsitzender, bedanken bei unseren Frankenberger Freunden. Der Frühlingsempfang, der ist ja im Grunde genommen ein Erfolgsgarant. Immer wenn die Frankenberger Union ein Frühlingsempfang macht, ist der Saal voll, dann ist die Stimmung gut und ihr habt das erwartungsgemäß präzise und toll vorbereitet. Deswegen nochmal an alle, die hier dabei waren und dabei sind, die dafür Sorge getragen haben, dass es heute so schön ist, nochmal einen Donnerapplaus. Der Vorsitzende hat das eben richtig gesagt, ja, normalerweise wäre ich heute schon in Berlin. Die Fraktionssitzung war heute Nachmittag, aber in Zeiten wie diesen muss man ab und zu auch Prioritäten setzen, denn in diesen Zeiten geht es um viel. Und deswegen, es geht um Hessen. Und wenn es um Hessen geht, dann geht es um die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Und lieber Herr Ministerpräsident, lieber Boris, du hast es gesagt, wenn die hessischen Stimmen im Bundesrat nicht da wären, dann würde noch viel mehr schief gehen, als so schon schief geht. Deswegen, es kommt auf uns an. Und das will ich Ihnen kurz sagen. Wir stehen vor einer turbulenten Woche im Deutschen Bundestag und wir werden wieder Streit erleben. Diese Bundesregierung streitet in allen relevanten Fragen und das belastet das Land, das schadet dem Land, denn der Kanzler fühlt schlicht nicht. Ich mache es ganz kurz. Beim Thema Migration, da sind die Grünen gegen die SPD und die Liberalen versuchen zu moderieren. Beim Thema Heizungshammer, Grüne gegen die Liberalen. Beim Thema, auch das wurde bereits angesprochen, Haushalt, FDP gegen den Rest der Koalition. Beim Thema China-Strategie, eine relevante Größe, da ist auf einmal die grüne Außenministerin unterwegs, die sieht es so und der Kanzler sieht es wieder ganz anders. Kurz und klein, Streit schadet dem Land, Streit schadet dem Ansehen, auch der Politik. Deswegen, wir brauchen Ordnung, wir brauchen Disziplin und wir brauchen Vorbildfunktion und das zeigt genau diese Ampel nicht. Deswegen, liebe Freunde, das muss ich sehr deutlich sagen, wir sind eine konstruktive Opposition, die bieten unsere Hilfe an, im Übrigen die Länder auch. Und es sind ja nicht nur wir als Opposition, können ja herkommen, also die machen ja Opposition, die müssen jetzt schimpfen. Nee, es sind SPD-Ministerpräsident ist ein grüner Ministerpräsident. Die sagen auch, was jeder macht, ist Unsinn. Das spaltet die Gesellschaft, das polarisiert und stärkt die Länder. Und deswegen ist es verkehrt. Deswegen abschließend will ich sagen, meine Damen und Herren, es geht am 8.10. um ganz, ganz viel. Ja, das ist eine kleine Bundestagswahl, gemeinsam mit Bayern. Und wir müssen so stark werden, dass gegen uns keiner regieren kann, dass es keine Ampeloption in Hessen gibt. Deswegen sollte alleine das uns Mut und Motivation genug sein, dieses zu verhindern. Ich will es mal deutlich machen, um nochmal runterzubrechen. Bei den Grünen, gucken Sie auf Bundesebene an, was bekommt man bei den Grünen? Verbote und Erziehung. Was bekommt man bei der SPD? Führungslosigkeit oder keine Situation, wo man den kriminellen Kinderpornografen auf die Schliche kommt durch die Speicherung der IP-Daten, Spaltung der Gesellschaft durch eine völlig irre Migrationspolitik, wo sich Frau Bundesinnenministerin gegen Gesamteuropa stellt. Übrigens eine Innenministerin, die ja zeitgleich auch Landesvorsitzende ist, die Hessen grundsätzlich im Stich lässt. Ich erinnere an das Versagen am Bundesstützpunkt in Willingen. Da ist sie nicht auf dem Platz. Und
Das will ich aber abschließend sagen. Die SPD kann doch nicht mal Landesparteitage richtig durchführen. Weiß nicht, wer es verfolgt hat. Ich habe Zweifel, ob das alles den Spielregeln entspricht. Aber mir wurde zugetragen, dass beim Landesparteitag der SPD die Kandidatinnen und Kandidaten noch nicht mal die Gelegenheit hatten, sich selber vorzustellen. Und das will ich hier in den Saal rufen. Wer keinen Landesparteitag kann, der kann auch kein Land führen, meine Damen und Herren. Und deswegen, liebe Freunde, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie heute hier sind. Ich bin Ihnen dankbar, dass wir heute motiviert mit breiter Brust hier rausgehen. Aber jetzt laufen wir bis zum 8.10. Es geht um viel. Es geht um die Claudia Ravensburg, meine Freundin. Es geht um den Jan-Werner Pohlmann. Und es geht um unseren Ministerpräsidenten Boris Rhein, der Volker Bouffier und vorher Roland Koch. Und jetzt Boris Rhein. Seit dem Jahr 1999 führen dieses Land Hessen in die Spitze Deutschlands unter den Top 3 und in der Spitze Europas sind wir sowieso. Deswegen alles Gute, wir kämpfen. Unser Ministerpräsident wird Ministerpräsident bleiben, dafür werden wir Sorge tragen. Wir werden dich gemeinsam und du wirst uns ziehen über die Ziellinie mit großem Abstand, aber da ist Arbeit mit verbunden. Hessen weiterführen und Hessen weiterführen. Alles Gute, Gottes Segen, einen fröhlichen Abend und auf Hessen.